Der letzte Mittwoch im Monat, 15 Uhr. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Retina-Sprechstunde, einer weiteren Reihe der Webinare mit Heidelberg Engineering. Wie erwähnt, wir haben heute Retina-Sprechstunde zusammen mit Dr. Siedlecki aus der LMU-Klinik in München. Heute wird es zahlreiche Fallbeispiele geben, die Herr Dr. Siedlecki uns vorführen wird im HIX2 und nach jeder einzelnen Fallpräsentationen werden Sie die Möglichkeit haben, zu diesem einen Fall Fragen zu stellen, um da gezielt noch einmal einzugreifen. An dieser Stelle darf ich meinen lieben Herrn Mitreferenten Dr. Siedlecki aus der LMU München begrüßen. Er ist Arzt, Augenarzt dort mit dem Schwerpunkt der retinalen Bildgebung und also perfekt geeignet für dieses Webinar. Es ist eigentlich eine Fortführung von unserem gemeinsamen Webinar aus dem letzten Jahr, wo schon einige Fallbeispiele präsentiert wurden und wir, denke ich, doch alle sehr gut dazugelernt haben, was OTT-Interpretation angeht. Und herzlich willkommen, Herr Dr. Siedlecki. Herr Befert, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diese sehr nette Einführung. Ich freue mich, mit Ihnen heute ein paar spannende Fälle zu besprechen. Mir geht es nicht darum, irgendwie hier komplexe Krankheitsbilder zu erläutern, sondern mir geht es darum, dass wir aus OCTs Pathophysiologie ableiten können, auch natürlich aus der FLA-ICGA, aus der OCTA, und dass wir im Endeffekt wirklich augenspezifische Physiologie und Pathophysiologie besser verstehen durch die OCT. Grundsätzlich, ich habe hier 11 Fälle, die gehen jetzt durch von 1 bis 13. Das heißt, wenn jetzt jemand im Chat ganz schnell eine Zufallszahl tippen möchte, dann wissen wir auch, mit welchem Fall wir anfangen. Das heißt, das ist die erste Einstiegsübung, um Schüchternheit an der Teilnahme abzubauen. Der erste, der eine Ziffer in den Chat tippt, hat den ersten Fall gewählt. Alles natürlich zufällig. Die Fälle sind nicht sortiert nach Krankheitsbildern, sondern ganz wild gemischt. Jetzt haben wir die Nummer 11. Also starten wir mit Nummer 11. Ich 11. wünsche Ihnen allen viel Jawohl. Vergnügen und ich ziehe mich in den Hintergrund zurück und komme dann nach dem ersten Fall zurück. Super. Also grundsätzlich die Fälle sind so sortiert, dass ich immer so tue, als ob wir aktuell den Patienten am letzten Befundungsdatum vor uns sitzen haben. Und dann gehen wir zurück in der Krankheitsgeschichte und versuchen herauszufinden, was das Besondere an diesem Fall ist. Fall 11. Fall 11, die Geburtsdaten der Patienten sind auf plus minus 1 oder 2 Jahre abgeändert. Das heißt, das entspricht schon dem, was der Patient auch tatsächlich an Alter hat. Das heißt, hier ein 76-jähriger Patient, der sich vorstellt zur regulären Makulakontrolle. Und wenn Sie sich mal hier dieses Volume Scan OCT ansehen, dann sehen Sie schon mal, dass hier irgendwo auf der Netzhaut eine epiretinelle Membran sitzt. Wir sehen, dass die foveale Kontur hier schon so ein bisschen Richtung Pseudoforamen tendiert. Und wir sehen hier so einen ganz kleinen subretinalen Flüssigkeitswall. Und das ist ein Patient, der immer kombiniert bei uns und auch zwischenzeitlich bei den niedergelassenen Kollegen in Betreuung ist. Und da war die Frage, subretinaler Saum, müssen wir diesen Patienten spritzen oder nicht? Und wir sind natürlich vornehmlich eine OCT-liebende Klinik, weil aus der OCT für meine Begriffe am meisten Krankheitspathophysiologie abgeleitet werden kann. Und ich denke, wenn man OCTs gut lesen kann, dann kann man auch öfters mal auf die Angio verzichten, weil man einfach das, was man sieht, richtig und nicht fehlinterpretiert. Jetzt vielleicht vor 2, 3 Jährchen hätten wir gesagt, na gut, da ist tatsächlich ein subretinaler Saum, machen wir doch mal eine FLA-ICGA. In dem Fall haben wir uns aber erstmal entschieden, die kompletten Vor-OCTs zu sichten. Und wir gehen einmal zurück und wir sehen, dieser Saum ist gar nicht neu, dieser Saum war schon einmal da. Wenn wir uns hier bei der Visite zuvor, das war jetzt im Februar 19, das heißt vor einem Jahr, diesen Saum ansehen, dann sehen wir auch, dass da tatsächlich hier Material unterhalb der Netzhaut sich ansammelt. Auf Englisch wird das oft genannt Photoreceptor Debris, das heißt im Endeffekt Photorezeptor Abfall, verlängerte Photorezeptor Außensegmente, die einfach sich quasi so in ihrem Volumen vermehren, weil einfach die Trennung von RPE und neurosensorischer Netzhaut nicht zulässt, dass dieser biochemische Abfall abgebaut wird. Wenn wir jetzt nochmal weiter zurückgehen, dann sehen wir, dass dieser Befund noch intensiver war im Jahr 2016. Das heißt, diese subretinale Spaltbildung, dieser Flüssigkeitssaum ist nicht neu. Und was vielleicht bei den letzten zwei OCTs gar nicht so groß aufgefallen ist, das ist jetzt quasi die Erstvorstellung oder die letzte Vorstellung, diese
ganz zarte Saumbildung an Flüssigkeit ist, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, nochmal begleitet von einem RPE-Defekt. Das heißt, was hier irgendwie stattfindet, ist wahrscheinlich gar keine choroidale Neovaskularisation, sondern subretinale Flüssigkeit, die sich aus dem Aspekt bildet, dass das RPE einen Defekt hat und durch diesen Defekt einfach auf einer gewissen Fläche keine Flüssigkeit von subretinal abgepumpt wird. Wenn wir uns jetzt versuchen, solche subretinale Flüssigkeit ohne CNV noch in anderen Erkrankungen vorzustellen, dann können wir beispielsweise an die persistierende subretinale Flüssigkeit nach Ablatiochirurgie denken. Es gibt ja beispielsweise nach PPV oder auch nach Plombenchirurgie den Fall, dass unter der Netzhaut ein bisschen subretinale Flüssigkeit übrig bleibt, die am Ende der Vitrektomie am hinteren Pol zurückbleibt, wenn man nicht schafft, komplett am hinteren Pol Richtung Makula alles an Flüssigkeit zu trainieren. Und wir wissen, dass RPE pumpt diese Flüssigkeit über die Zeit weg. Das heißt, persistierende subretinale Flüssigkeit ist kein Problem, denn das RPE pumpt die Flüssigkeit weg. Wenn wir jetzt eine CCS hätten, dann ist beispielsweise auch die Idee von so einem Sub-Threshold-Laser, beispielsweise das Pascal-System von Topcon, dass sie da im Endeffekt das RPE stimulieren oder auch beim Mikropuls beispielsweise, wird im Endeffekt das RPE so stimuliert, dass das RPE stärker Flüssigkeit abpumpen soll und damit bei einer CRCS eben diese subretinale Blasenbildung wieder rückgängig macht. Und in diesem Fall haben wir eben einen Patienten, der hat irgendwo einen RPE-Defekt. Und dieser RPE-Defekt ist im Endeffekt Ursache dafür, dass dieser subretinale Spaltraum, diese Flüssigkeit entsteht, weil einfach da in dem Bereich kein RPE ist, um Flüssigkeit abzupumpen. Wenn wir jetzt quasi da einmal durch diesen Bereich nochmal durchscrollen, wir haben hier eigentlich keine wirkliche Pigmentepithelabhebung, die uns auf eine CNV hinweisen würde. Das heißt, wir sind eigentlich schon mal ganz entspannt und wissen, das ist jetzt nichts, was wir spritzen müssen. Die Frage ist aber, woher kommt denn überhaupt diese RPE-Apertur, wie Querkes sie mal beschrieben hat im Jahr 2016, RPE-Apertur, manche nennen das auch Blowout, RPE-Blowout. Im Endeffekt, wir gehen weiter zurück und wir sehen, das ist damals schon 2015 da gewesen. Wir gehen nochmal zurück, Juli 2015 und gehen noch weiter zurück. Und je mehr wir zurückgehen ins Jahr 2014, ins Jahr 2013, ins Jahr 2013, März, sehen wir, dass hier die Ursache für solch eine pseudosubretinale Flüssigkeit durch die RPE-Apertur oder Diskontinuität des RPEs im Endeffekt hier pseudovitelliformes Material ist. Und ich finde das relativ erstaunlich. Es gibt Patienten, und Sie werden gleich in einem nächsten ähnlichen Fall analog das Ganze sehen, es gibt Patienten, bei denen würde nach Regression von solchem pseudovitelliformen Material das RPE komplett atrophieren. Über diese komplette RPE-Atrophie hätten wir das Problem, dass Photorezeptoren auf Bruchmembran aufliegen und dadurch wäre im Endeffekt hier ein ausgestanzter geografischer Atrophie-arealartiger Defekt zu sehen. Das heißt, hier haben wir irgendwie einen Schutzmechanismus für das RPE und trotz dieses pseudovitelliformen Materials kommt es im Verlauf nicht zu einer kompletten RPE-Atrophie, sondern nur zu einem fokalen RPE-Defekt. Und die darüber laufende Flüssigkeit, die dann sich darüber ansammelt über RPE und Photorezeptoren, schützt als Puffer davor, dass die Photorezeptoren nicht auf der Bruchmembran zu liegen kommen und damit nicht atrophieren. Das heißt, ein kleiner fokaler RPE-Defekt hat die Gesamtheit des RPE in diesem Bereich gerettet. Wenn Sie meine letzte Retina-Sprechstunde mal verfolgt haben sollten, ich spreche oft von pseudovitelliformem Material im Zusammenhang auch mit der AMD. Wenn Patienten oberhalb oder unterhalb der Fovea retikuläre Pseudodrusen hätten, dann wäre das im Endeffekt ein Fall für die AMD. Das heißt, es gibt von Spade eine schöne Arbeit, die zählt im Endeffekt pseudovitelliformes Material als Subtyp der AMD auf, weil bei manchen Patienten einfach über die globale Choriocapillaris-Ischämie, die ja retikuläre Pseudodrusen ausdrücken, im Endeffekt RPE dysfunktional wird und dann dieses pseudovitelliforme Material ansammelt. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar kleine retikuläre Pseudodrüschen. Das heißt, man könnte diskutieren, ob bei diesem Patienten diese vitelliformen Ablagerungen im Rahmen einer AMD vorliegen oder nicht.
Ich persönlich würde behaupten, als das pseudovitelliforme Material gerade erst diagnostiziert wurde bei uns, da war ehrlich gesagt kaum was an retikulären Pseudodrüsen da. Das heißt, da wäre ich vielleicht doch etwas zögerlich, das jetzt in die AMD-Schublade zu stecken. Wie wir aber wissen aus vielen rezenten Studien und Übersichtsarbeiten, die Genetik CNV hin oder her, Atrophie hin oder her von Netzhautdystrophien und AMD ähnelt sich ja doch und überlappt oft. Das heißt, wir können vielleicht nie einen wirklich klaren Trenner trennen, ist das jetzt eine AMD oder nicht. Auf jeden Fall haben wir aber hier irgendwo ein Problem mit dem RPE und indem das RPE an einer kleinen Stelle aufgibt und eine RPE-Apertur erzeugt, schafft es, das restliche Photorezeptor-Milieu aufrechtzuerhalten. Und Sie haben im Endeffekt bei diesem Patienten bei Vorstellung hier ein Visus von 0,6, was doch tatsächlich beeindruckend ist dafür, dass dieses pseudovitelliforme Material regredient ist. Wenn jetzt hier keine pseudovitelliformen Läsionen wären, Entschuldigung, wenn hier keine subretinalen Drusenoiden Deposits, also retikuläre Pseudodrüsen wären, könnte man versucht sein, das hier in die adult vitelliforme Makulodystrophie zu schieben als Diagnose. Am Schluss, glaube ich, sind das veraltete Termini für eine große Mehrzahl an Wissen, die wir jetzt aus der Bildgebung haben. Und ob das jetzt AVMD, Adult Vitelliforme Makulodystrophie ist oder eine AMD oder ein Mischtyp, man kann es nicht wirklich sagen. Relevant ist aber, dass das RPE hier eigentlich einen ganz guten Job macht dafür, dass es so gestresst wurde. Gespritzt haben wir nicht. Visus ist stabil und ich freue mich auf Ihre Fragen. Es Ja, wird ich darf bestimmt Sie auch jemand noch kommen einmal und sagen, es wird ja ermuntern. jemand kommen und sagen, der Optikus ist exkaviert. Können wir auch gerne darüber diskutieren, ja. Also momentan sind noch keine Fragen eingegangen. Ich darf Sie alle noch mal ermuntern, doch Ihre Fragen schriftlich zu stellen. Wann haben Sie mal wieder die Möglichkeit, hier an den Experten die Fragen zu richten? Wenn von Ihrer Seite die Fragen nicht kommen, vielleicht von meiner Seite die Frage: Hätten Sie zur Untermauerung vielleicht noch eine OCT-Angiografie machen wollen? Oder vielleicht hätten andere Kollegen doch die Spritze schon in der Hand gehabt, weil sie die Flüssigkeit gesehen haben, um sicherzugehen, dass da wirklich keine CNV ist oder was Ähnliches. Hätten Sie vielleicht noch weitere Bildgebung machen wollen? Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie jetzt bei den Fachgesellschaften oder bei 80% der Kollegen auch bei uns im Haus nachfragen würden, die würden entweder die Spritze gleich zücken oder würden sagen, ich mache noch eine FLA. Das Riesenproblem an der FLA ist, in der FLA, das werden Sie gleich im nächsten Bild sehen, gibt es bestimmte Effekte durch diese RPE-Apertur, die Ihnen im Endeffekt so eine unübersichtliche Lage präsentieren, dass Sie eigentlich gar nicht sagen können, ob das eine CNV ist oder nicht. Also allein über diese RPE-Apertur tritt so viel Farbstoff aus, dass es aussieht, als wäre es eine CNV. Das heißt, wenn wir jetzt von Bildgebung 2021 sprechen, wäre ich absolut dafür, dass wir eine OCT-Angiografie machen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, keine zu machen, wenn ich keine Pigmentepithelabhebung sehe. Denn im Endeffekt muss für eine CNV irgendwo eine Pigmentepithelabhebung sein. Und für meine Begriffe ist da jetzt viel zu wenig Trennung von Bruchmembran und RPE da, als dass ich da eine OCTA machen wollte. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn man es komplett sicher ausschließen will, unbedingt. Ich würde Okay, gut. gleich, wir können gern Fragen sammeln. Ich würde vielleicht gleich zu Fall 13 gehen. In den Fall 13 haben wir im Endeffekt das Gleiche, aber in einer anderen Ätiologie und mit Farbstoffdarstellung. Das heißt, da können wir Vielleicht vielleicht ganz, die ganz Frage auch einmal kurz, in diskutieren. welchen Intervallen würden Sie kontrollieren bei Erstvorstellung? Ich glaube, bei Erstvorstellung bin ich eher so ein Kurzkontrollierer. Wenn der Patient sagt, er hat jetzt irgendwie eine Sehverschlechterung erlitten, würde ich wahrscheinlich bei 3 Monaten kontrollieren. Wenn der Patient jetzt schon bekannt ist und es tut sich nicht viel, vielleicht aus wissenschaftlichem Interesse halbjährlich, um einfach zu schauen, was da mit diesem Material passiert. Und wenn der Patient sagt, es ist jetzt akut ganz schlecht geworden und ich bin mir unsicher, dann mache ich immer einen Monat Kontrolle, so als würde ich eine IVUM geben. Aber hier würde ich jetzt wahrscheinlich bei Erstvorstellung mit 3 Monaten arbeiten. Okay, dann können wir gerne mit dem nächsten Fall weiterfahren. Vielen Dank. Ich gehe den Fall so an, wie er mir präsentiert wurde. Eine extrem gute und motivierte Assistentin bei uns im Haus hat mich angerufen und am 17.02., das heißt genau vor einer Woche, gesagt, du, ich glaube, da ist eine PCV, weil alle jetzt natürlich drauf getrimmt sind, eine PCV zu diagnostizieren. Es wird viel mehr FLA-ICGA gemacht. Das heißt, ich habe mir erst einmal die FLA-ICGA angeschaut.
Und im Leerbild, das heißt im Endeffekt in der Blauautofluoreszenz, sehen Sie schon mal, dass hier tatsächlich irgendwo RPE-Defekte da sind, in denen einfach hier das Autofluorat da nicht, dass die Fovea, aber hier im Endeffekt Defekte da sind, die das RPE in seiner Fluoreszenz quasi mindern. Das heißt, da fehlt RPE. Und wenn wir jetzt einmal weitergehen und wir lassen hier den Farbstoff anfluten, natürlich Flutung auch auf dem rechten Auge, dann haben wir hier links die FLA, rechts die ICGA und wir sehen relativ früh schon, dass sich diese ehemals RPE-losen Areale anfärben. Und wenn wir jetzt den Farbstoff nochmal weiter reinlaufen lassen, dann haben wir doch hier schon eine ganz gehörige Hyperfluoreszenz. Und diese Hyperfluoreszenz hat dann noch außenrum hier in diesem Areal noch einen Staining-Effekt. Und wir wären eigentlich, wären es nicht so viele Fozi, wären wir fast verlockt zu sagen, da exudiert es auch. Das heißt, wenn Sie einen einzelnen RPE-Defekt hätten, wie im letzten Fall, da würden Sie wahrscheinlich genauso wie hier eine so eine krasse Hyperfluoreszenz sehen und wären geneigt zu sagen, na klar, so eine Hyperfluoreszenz, das muss Exudation sein, da muss gespritzt werden. Ich, wenn ich ehrlich bin, fand diesen Befund extrem seltsam. Ich hätte vom Bauchgefühl nicht auf die PCV getippt, weil Polypen, das heißt solche Knötchen, maulbeerartigen Hyperfluoreszenzen, die haben wir nicht in der FLA, sondern in der ICGA. Das heißt, für die PCV hat schon mal ehrlich gesagt nicht viel gesprochen, aber dennoch war der Befund sehr komisch. Kurzfristig hat man sich dann natürlich überlegen können, ob da vielleicht irgendwo eine Vaskulitis dahinter steckt, aber im Endeffekt waren dann doch die Gefäße nicht betroffen, sondern diese diffuse Leckage kam ja wirklich aus dem Areal der Makula. Und jetzt gehen wir mal auf das OCT und mit dem vorhergehenden Fall, das haben Sie ja schon bei der Auswahl des ersten Falls sehr clever gemacht. Mit dem vorhergehenden Fall kann man hier sehr schön sich erklären, was eigentlich hier passiert ist. Und hier, exakt wie im letzten Fall, wir haben hier eine RPE-Apertur, interessanterweise hier aber mit einem Saum von Sub-RPE-Flüssigkeit. Und wenn wir jetzt quasi einmal hier durchklicken, durch den Makula-Scan, sehen wir auf jeden Fall das AMD-Formenspektrum. Wir sehen, dass da weiche Drusen zu sehen sind. Und wir sehen, dass an mehreren Stellen dieser serösen Pigmentepithelabhebung das RPE tatsächlich defekt ist, beziehungsweise hier in manchen Stellen auch das RPE verklumpt. Und diese Verklumpungen hat man klinisch auch gesehen als braune Fleckchen. Das heißt, analog wie auch im letzten Fall, irgendwie hat das RPE hier an mehreren Stellen aufgegeben und hat quasi Löcher im RPE entstehen lassen. Aber das sonst global über die Makula verteilte RPE, abgesehen von diesen Defekten, ist dann doch gesünder, als man es annehmen würde. Und jetzt wäre man natürlich geneigt zu sagen, naja, schau, wir haben hier auf jeden Fall auch irgendwo mal pseudovitelliformes Material gehabt, aber im Gegensatz zum vorhergehenden Fall sehen wir ja, dass beim vorhergegangenen Fall eigentlich relativ wenig Drusenlast war. Und hier allein schon in der Infrarotaufnahme kann man ja sehen, dass hier retikuläre Pseudodrusen und auch weiche Drusen und wahrscheinlich auch pakutikuläre Drusen sitzen. Und für mich war das Erstaunliche, wenn ich zurückgehe in diesem Fall und wir suchen uns vielleicht einfach einen Bereich, in dem so eine RPE-Apertur zu sehen ist, dann kann man sehen, dass an manchen Stellen RPE, also wie RPE-Duplikaturen zu sehen waren, als ob das RPE da rausgerissen wäre an einer Stelle und sich dann hier Sub-RPE nochmal aufgelagert hätte, rein hypothetisch. Und wenn man quasi zurückgegangen ist in diesem Fall, hat man gesehen, dass die eigentliche Ursache dieser RPE-Aperturen nicht pseudovitelliformes Material war, sondern drusenoide Pigmentepithelabhebungen. Das heißt, hier, analog wie auch im letzten Fall, irgendwie hat es der Körper geschafft, nicht klassisch nach Drusenregression RPE-Defekte auszubilden im Sinne von geografischer Atrophie, sondern irgendwie hat es dieses Auge geschafft, trotz der massiven drusenoiden PEDs einfach Sub-RPE-Flüssigkeit zu akkumulieren, kleinere Defekte zu bilden im RPE, diese RPE-Aperturen, und auf der anderen Seite gesundes RPE zurückzulassen, sodass die Patientin 0,8 sieht. Jetzt ist die Gretchenfrage natürlich, spritzen wir oder spritzen wir nicht? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte diese Patientin das erste Mal jetzt gesehen,
Sie hatte schon einige Spritzen bekommen in den letzten Monaten. Auf Basis dieser Hyperfluoreszenzen in der FLA und auch aufgrund dieser Sub-RPE-Flüssigkeit. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin eigentlich fast überzeugt davon, dass hier überhaupt gar keine Spritzentherapie nötig ist, sondern hier im Endeffekt das, was wir behandeln, einfach nur Sub-RPE und subretinale Flüssigkeit ist, aufgrund von einer Drusenregression. Jetzt haben wir hier nochmal eine RPE-Apertur. Sie sehen hier oben nochmal eine RPE-Apertur. Das sind alles Resultate von Drusenkollaps. Und wir haben beschlossen, die Patientin nicht zu spritzen. Wenn irgendwo eine sekundäre CNV da wäre, würden wir es natürlich tun. Aber auch analog wie beim letzten Beispiel, ich sehe nirgends eine fibrovaskuläre Pigmentepithelabhebung, auch hier im Bereich der RPE-Defekte nicht, und sehe dann eigentlich überhaupt keinen großen Grund zu spritzen. Jetzt ist noch die letzte Frage, woher kommt denn diese Sub-RPE-Flüssigkeit? Seriöse PEDs sind ja eigentlich eine ziemlich seltsame Entität. Man hat immer Angst, dass ein RIP passiert, man hat Angst, dass diese seriösen PEDs massiv zunehmen an Volumen, man kann sie irgendwie schlecht behandeln. Und für mich war ausschlaggebend zu verstehen, seriöse PEDs entstehen deswegen, weil die Bruchmembran im Alter, genauso wie sich Drusen ablagern, wird die Bruchmembran im Alter immer mehr hydrophob. Das heißt, Wasser prallt an ihr ab. Und was eigentlich an normalem Flux im Glaskörperraum stattfindet, ist, Sie haben im Glaskörperraum natürlich Flüssigkeit und Protein und es fließt immer ein ganz klein wenig Wasser durch die Netzhaut, durch RPE, durch Bruchmembran in die Aderhaut und wird abgepumpt. Und wenn jetzt quasi bei AMD-Patienten, vor allem natürlich halt dann im Alter, sich die Bruchmembran hydrophob gestaltet aufgrund von Basal Linear Deposits, das heißt aufgrund von Ablagerungen in der Bruchmembran, dann haben sie im Endeffekt die Probleme, dass die Flüssigkeit zwar durch Netzhaut und RPE kann, aber nicht mehr durch die Bruchmembran. Und damit sammelt sich das unter dem RPE, unter der Netzhaut und die Flüssigkeit macht eine Pigmentepithelabhebung. Und ehrlich gesagt sehe ich das hier analog. Ich denke, dass hier aufgrund der AMD, im anderen Beispiel hatten wir ja keine AMD, aufgrund der AMD die Bruchmembran so hydrophob ist, dass die Flüssigkeit, die sich da sammelt, unter dem RPE nicht in die Aderhaut abgepumpt werden kann, sondern im Endeffekt sich hier sammelt als im Endeffekt kleine, breitbasige, seröse Pigmentepithelabhebung. Ich bin gespannt, ob die Patientin jetzt ohne Spritzen schlechter wird, aber ich könnte meine Hand fast ins Feuer legen, dass nein. Was sind Ihre Meinungen? Sollen wir spritzen? Ist Ihnen etwas unklar? Herr Befurt? Leider momentan noch keine Meinungen. Vielleicht kommen die, während wir noch ein bisschen über den Fall sprechen, wie auch beim letzten Mal. Ich frage mich, das OCT bietet uns ja jetzt durch die langjährigen Verläufe einen großen Vorteil. Und Sie haben auch Ihre Meinung jetzt darauf stützen können, dass Sie eben den langen Verlauf haben. Wie hätten Sie argumentiert, wenn Sie den langen Verlauf nicht gehabt hätten, sondern nur das aktuelle Bild? Sehr, sehr gute Frage. Dadurch, dass ich würde mal behaupten, diese RPE-Apertur und diese flache, seröse Abhebung vom Pigmentepithel ist ja was wirklich Seltenes. Hätte ich jetzt nur dieses eine Bild gehabt, hätte ich mir vor allem erstmal die Frage gestellt, wie sieht denn das andere Auge aus? Das heißt, wir machen das mal. Ich mache es nochmal zu, ich gehe hier auf OCT. Am anderen Auge haben wir, was Ähnliches. Eine großflächige Pigmentepithelabhebung und die ist im Endeffekt hier eventuell sogar fibrovaskulär. Ich hätte, glaube ich, hier am ehesten tatsächlich eine OCTA gemacht. Ich weiß, die Fachgesellschaften sagen, man soll unbedingt OCT machen und Fluoreszenangiografie, da möchte ich gar nicht widersprechen. Aber bei solchen RPE-Defekten, die diese Dame ja beidseits hat, ist die FLA-ICGA für mich vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Ich hätte hier definitiv eine OCTA gemacht und wenn ich irgendwo Flow gesehen hätte, am liebsten habe ich den Slab von RPE bis zur Bruchmembran. Wenn ich da irgendwo Flow gesehen hätte, hätte ich gespritzt und wenn nicht, hätte ich kurzfristig kontrolliert in 4 bis 6, 8 Wochen, je nachdem, wie symptomatisch der Patient ist. Wenn der Patient keine Beschwerden hat, das ist alles stabil, eher vielleicht in 8 Wochen. Und wenn der Patient sagt, es ist schlechter geworden und ich sehe keinen Flow in der CNV, hätte ich wahrscheinlich nach einem Monat nochmal kontrolliert.
aber dann hätte ich wahrscheinlich ohne diesen langjährigen Verlauf eher dazu geneigt, doch mal Exjuvantibus 3 Injektionen zu setzen und mal zu schauen. Okay, danke schön. Just in dem Moment kommt doch noch eine Frage rein. Könnte man mit einem Laser die bruchsche Membran etwas durchlässiger machen, sodass die Flüssigkeit abfließen könnte? Sehr gute Frage. Das könnte man definitiv versuchen. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn Sie in die Bruchmembran einen Defekt setzen, kriegen Sie eine CNV. Das heißt, man müsste den Patienten darüber aufklären, dass der Patient wahrscheinlich nach der Laserung eine Antifolge-F-Therapie bräuchte. Und vielleicht kann es ja sein, dass diese CNVs, die dann durch so einen Defekt nach oben kommen, eigentlich schnell wegzuspritzen sind. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ja, absolut. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, mit der Nebenwirkung CNV und ich glaube aufgrund dessen, aus der Angst vor der CNV wird das nicht gemacht. Zumindest nicht bei uns. Ich wüsste jetzt auch keinen, der das in der Literatur vertritt. Aber die Idee finde ich sehr innovativ und da sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Gut, danke schön. Dann gehen wir zum nächsten Fall, würde ich sagen. Gut, wer möchte einen Fall, eine Fallnummer tippen? Die 2, bitte. Die 2, sehr schön. So, die 2 ist ein ganz interessanter Fall. Die 2 ist deswegen interessant, weil unsere Klinik ja relativ viel Leidenschaft setzt in Makulaforamina. Und unsere Kollegin, Funktionsoberärztin Dr. Vogt, hat mal einen ganz schönen Langzeitfallbericht beschrieben im British Journal of Ophthalmology, wo sie im Endeffekt Mechanismen identifiziert hat, die Makulaforamina reparieren. Und wir schauen uns mal diesen Patienten hier an. Sie sehen ein Makulaödem. Ich mache das Bild gleich wieder zu, um Sie zu ärgern. Wir haben jetzt nämlich nur den Eindruck hinterlassen, okay, Makulaödem, vielleicht sollte man spritzen. Jetzt gehen wir mal zurück. Wir gehen von 2021 in das Jahr 2012. Damals die Patientin, so wie heute, Jahrgang 38. Das heißt, die Patientin war damals 74. Und hier hat die Patientin ein Makula-Schichtvorrahmen. Frau Vogt und auch Frau Professor Schumann, die ja bei uns an der Klinik jetzt nicht mehr ist, aber in wissenschaftlicher, also im Geist der Wissenschaft immer noch natürlich hier ist, haben sich sehr intensiv beschäftigt mit Makulaforamina und haben im Endeffekt definieren wollen und auch definiert, was Makulaforamina sind, ob sie jetzt Schicht- oder Pseudoforamina sind. Und wir hatten vorhin ja kurz beim ersten Fall angesprochen, dass dieses Foramen so ein bisschen Richtung Pseudoforamen ging. Pseudoforamen nach Gass ist ja im Endeffekt der Zustand, dass Sie reinschauen, reinspiegeln und Sie sehen, dass da irgendwo ein ausgestanzter Defekt ist. Und dieser ausgestanzte Defekt ist entgegen der Funduskopie eigentlich bei einem Makula-Pseudoforamen nie wirklich ein Loch, sondern vor allem eine Verdickung der umliegenden Netzhaut durch epiretinales Gewebe. Das heißt, Sie haben im Endeffekt eine wahnsinnig verdickte Netzhaut durch eine ERM. Und relativ gesehen dazu schaut dann die foveale Senke tiefer aus. Hier haben wir jetzt genau das Gegenteil. Wir haben ein Schichtforamen. Das heißt, Sie sehen richtig, wie die Ränder der Netzhaut um die Fovea eigentlich gar nicht groß verdickt sind, aber dafür in der Netzhaut Spaltbildung auftritt, was dafür spricht, dass das ein Schichtforamen ist. Und das Schöne am Schichtforamen, das Schichtforamen hat ja einen gewissen Biomarker, der mit schlechtem chirurgischen Outcome assoziiert ist und auch mit einem aggressiven Langzeitverlauf. Das ist das von Claudine Pang erstmals beschriebene Lamellar Hole Associated Epiretinal Proliferation, LHEP. Lamellar Hole Associated Epiretinal Proliferation. Und das Schöne ist, diese Epiretinal Proliferation, das ist im Endeffekt isodenses Material, dass Sie oberhalb der ILM sehen. Die Patientin hatte hier einen Visus von 0,4 und wir sehen, dass dieses LHEP-Material oberhalb dieser hyperreflektiven ILM auf der Netzhaut liegt. Und jetzt zurück zu Frau Vogt, die diesen Fall nicht beschrieben, aber einen sehr ähnlichen Fall beschrieben hat. Sie hat im Endeffekt untersucht, ob es irgendwelche Reparaturmechanismen der Netzhaut gibt. Und in der Tat, wir klicken mal von 2012 auf 13. Hier bildet sich im LHEP ein bisschen Ödem, auch in der Netzhaut. Wir gehen weiter zu 2014 und wir sehen, dieses LHEP-Material, das eigentlich vorher hier am Rand der Fovea lag, baut sich hier ein in die Fovea selbst. Das heißt, wir haben hier einen Reparaturvorgang über 2 Jahre
durch körpereigenes Gewebe, ohne dass wir irgendetwas gespritzt. Aha, und jetzt haben Sie hier schon mal, also zumindest keine Thrombozyten gespritzt hätten oder kein Jitria gespritzt hätten oder keine PPV, ILM-Peeling gemacht hätten. Gespritzt haben wir, das habe ich mich jetzt kurz versprochen, schon. Wir haben der Patientin tatsächlich aufgrund eines idiopathischen CMÖs 2 Ozurdex gegeben. Das heißt, was haben wir getan? Wir haben eigentlich nicht viel am vitreomakulären Interface gearbeitet, wir haben aber diese Ödeme therapiert. Das heißt, hier einmal ein schwerer Befund und dann von 2016 auf 2018 erstaunlicherweise eine Restitutio ad integrum auf den ersten Blick. Hier hat im Endeffekt dieses Lamellar Hole Associated Epirectal Proliferation dieses Loch verschlossen. Das heißt, LHEP ist irgendwo Material, das tatsächlich bestrebt ist, makuläre Defekte zu verschließen. Jetzt gucken wir uns mal hier die Membrana Limitans Externa, die ELM, an. 0,4 Visus, durchgängige ELM. Und dann gehen wir weiter, durchgängige ELM, aber das RPE wird schon ein bisschen granulär unterhalb der Fovea. Und dann hier, durch dieses Ödem, das relativ lange bestand, sind leider bei dieser Patientin hier die Fotorezeptoren verloren gegangen und die Patientin hat nur noch 0,25 gesehen. Aber irgendwo hat die Natur trotzdem die foveale Architektur repariert. Jetzt ist natürlich nicht ganz klar, ob das Ödem, und ich denke eher, dass das Ödem hier Fotorezeptoren gekostet hat, aber man kann sehen, dieses LHEP-Material, das man auch bei einem Peeling eigentlich nicht runter machen kann, oder das sich schlecht runterziehen lässt, dieses LHEP-Material, das im Endeffekt von negativem prognostischen Wert ist, ist eigentlich eine Heilfunktion der Netzhaut und der Körper versucht hier irgendwo zu reparieren, was an Substanzdefekt da ist. Es ist ein bisschen unklar, woraus LHEP besteht. Die Zusammensetzung ist wahrscheinlich sehr heterogen, aber ein großer Bestandteil, eine große Wahrscheinlichkeit wird der Müllerzelle zugeschrieben, die hier quasi als Glia, als Mikroglia proliferiert und migriert und auf der Netzhaut im Endeffekt sich dort ansammelt und proliferiert und Defekte verschließt, wo eben Defekte vorliegen. Das heißt, LHEP, LHEP, Lamellar Hole Associated Epirectal Proliferation, eine Wundheilungsreaktion des Körpers. Umgekehrt zu sagen, wenn der Körper diese Makula als solch eine schwere Wunde interpretiert, ist auch relativ klar, dass die Visusprognose reduziert sein muss, weil einfach in diesem Bereich der Körper scheinbar sehr stark zu kämpfen hat mit der Abnutzung und der Degeneration der Netzhaut. Fragen zu diesem Fall? Man kann es vielleicht als Wrap-up kurz sagen, LHEP ist isoreflektiv zur Netzhaut, eine ERM ist hyperreflektiv und eine ERM ist immer ganz dünn und hyperreflektiv, LHEP ist deutlich dicker und isoreflektiv, also gleichreflektiv wie die Netzhaut. Quasi ein Wunder der Natur, nicht wahr? Ich denke, viele von uns haben das LHEP-Material schon entdeckt und bei einigen Patienten gesehen und viele haben sich gefragt, was ist das und was hat uns das zu sagen und irgendwelche Prognostiken zu liefern? Und wahrscheinlich werden all diese Kollegen von Ihnen nun gezielt da nochmal suchen und die Verlaufskontrollen durchführen und schauen, ob sie auch so ein Phänomen entdecken können bei ihren Patienten. Also wirklich ein super spannender Fall mal wieder. Wir haben momentan keine weiteren Fragen hineinbekommen. Ich denke, dass wir einfach mal mit dem nächsten Fall weitermachen. Vielleicht kommt währenddessen noch eine weitere Frage. Wir überspringen die 3, die fürs nächste Mal nochmal aufgearbeitet wird. Und wir gehen hier in Fall 4. Ich bin ja ein Freund der im Endeffekt vaskulär degenerativen Netzhauterkrankungen. Hier in diesem Fall haben wir aber etwas, was sicherlich noch in eine Spezialsprechstunde gehört. Das hier ist ein netter Herr, 1941 geboren. Hier hat er sich bei uns vorgestellt im August 2020. Und dieser Befund ist ziemlich massiv. Ich bin ein großer Aderhautliebhaber, das heißt, als erstes fällt mir einmal auf, man sieht irgendwie die Aderhaut sehr gut, man sieht auch tatsächlich die Aderhaut-Sclera-Junction, also dieses Interface sieht man hervorragend. Aber, und das ist ja das wirklich Dramatische, hier fehlt ja quasi alles an äußerer Netzhaut. Und Sie sehen auch hier in der Infrarotaufnahme, da ist einfach ein Riesendefekt da an RPE und äußerer Netzhaut. Und man kann hier die Aderhautgefäße, die dicke Sattler- und Hallerschicht durch das mangelnde RPE durchsehen.
Hier gibt es ein paar Outer Retinal Tibulations, das heißt, die Photorezeptoren sind hier auch, versuchen sich irgendwie noch zu reparieren, sind aber eigentlich komplett verzweifelt. Und das Spannende an dieser Erkrankung ist, Sie sehen hier zwei so kleine Inseln an RPE, die noch da sind, die hier auch so einen ganz, also nicht Schallschatten, aber im Endeffekt einen ganz normalen Reflex werfen, während hier die Aderhaut sicherlich überbelichtet ist, weil einfach das RPE-Feld fehlt. Wir gehen mal vom rechten Auge ans linke Auge. Und hier hat der Patient tatsächlich gesagt, das ist sein Arbeitsauge. Visus war hier sogar noch 0,5, am anderen Auge 0,05, aber hier an beiden Augen natürlich eine massive Gesichtsfeldeinschränkung. Und hier das Erstaunliche, Sie haben eine ganz kleine Brücke an Zapfen, die hier noch arbeiten im Bereich der Makula, während hier die Stäbchen im äußeren Bereich defekt sind. Wir schauen uns mal eine Autofluoreszenz an. Man könnte irgendwo geneigt sein, anhand dieser Autofluoreszenz von einer geografischen Atrophie zu sprechen. Ich glaube aber, es gibt mehrere Aspekte, die hier auf jeden Fall dafür sprechen, dass es keine AMD ist, sondern eine hereditäre Netzhautdystrophie. Und hereditäre Netzhautdystrophien haben alle begründeter und auch unbegründeter Weise Angst. Es ist ein wahnsinnig komplexes Feld, aber man kann mit ein paar wenigen Wissenspunkten, die bei Vorträgen bei uns immer Frau Privatdozentin Pricklinger wunderbar erklärt und allen nahe bringt, mit diesen paar wenigen Punkten kann man eigentlich sehr schön auseinanderhalten, dass das eine hereditäre Netzhautdystrophie ist und keine AMD. Erstens, wir haben hier in der Autofluoreszenz zentral noch ein bisschen was arbeitet. Das heißt, die Zapfen sind intakt, aber die Stäbchen sind kaputt. Das heißt, wir gehen hier in die diagnostische Schublade Stäbchen, Zapfendystrophie. Wenn Sie sich hier auch mal außen anschauen, was unterhalb der Gefäßbögen, oberhalb der Gefäßbögen passiert, auch hier sind Atrophieareale. Das heißt, die Stäbchen degenerieren, die Zapfen funktionieren noch. Das heißt, wir sind in der differenzialdiagnostischen Schublade Stäbchen, Zapfendystrophie. Was noch auffällt, diese Atrophie ist fast kreisrund und diese Atrophie ist nicht läppchenartig wie bei der GA, sondern ist wirklich eine einzelne Platte. Und viertens, Sie sehen hier aus der Papillengegend bildet sich eine ausgeprägte peripapilläre Atrophie, die irgendwann auch mal verschmilzt mit der Atrophie im Makulabereich. Das heißt, hier in diesem Fall gehen wir aufgrund dieser Autofluoreszenzmuster davon aus, dass es sich um eine Stäbchen-Zapfendystrophie handelt. Und wenn Sie quasi nochmal ins OCT gehen, ist natürlich auch ganz klar, hier ist schon mal der Befund deutlich progredienter als am anderen Auge. Das heißt, irgendwann wird auch der Stäbchen-Zapfenerkrankte an den Zapfen blind werden. Nicht alle, aber viele. Hier in diesem Fall ist das rechte Auge eben schon deutlich schlechter von der Funktion als das linke. Es macht in so einem Fall auf jeden Fall Sinn, Familienanamnese zu machen. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass man den Patienten intensiv befragt, seit wann Beschwerden bestehen, seit Kindheit oder seit dem 50. Lebensjahr zum Beispiel, ob da irgendwie der Befund stationär oder progressiv ist. Und dann auf jeden Fall auch einen Genetikexperten mit zu involvieren für eine Panel-Diagnostik. Wir haben für genetische Erkrankungen der Netzhaut immer mehr Therapiemöglichkeiten im Rahmen von Studien, aber auch im Rahmen von schon bereits zugelassenen Therapien. Und es ist auf jeden Fall schade, wenn man solche Patienten quasi nicht zum Genetiker schickt, denn der Genetiker kann doch noch vieles rausholen, was vor 10 Jahren oder 5 Jahren sogar unmöglich gewesen wäre. Das heißt, hier Stäbchen-Zapfendystrophie mit noch intakter Zapfenfunktion. Sie werden sicherlich eine Menge Defekte in der Elektrophysiologie sehen, aber die zentrale Sehschärfe ist dann doch noch erstaunlich gut bei deutlich eingeschränktem Gesichtsfeld. Welche Fragen können wir beantworten? Und hat nicht jeder niedergelassene Augenarzt die Möglichkeit, eine Autofluoreszenzaufnahme durchzuführen? Nur gestützt auf das OCT. Welche Indizien hätten da dafür gesprochen, dass es sich nicht um eine geografische Atrophie handelt? Erstens mal, sehr gute Frage. Erstens mal die wahnsinnig kreisrunde und scharf abgegrenzte, in einer Platte sich präsentierende Atrophie. Und das, was am allermeisten eigentlich für uns hier nochmal ausschlaggebend war, ist tatsächlich wirklich diese inselartige Erhaltung der Zapfen. Es gibt selten mal AMD-Patienten, bei denen das ähnlich ausschauen kann. Da sind hier die Zapfen zentral noch intakt und außenrum ist alles atroph. Aber in den allermeisten Fällen wird man sehen, das ist eine hereditäre Dystrophie, weil das RPE hier zack einfach mit der äußeren Netzhaut parafoveal aufhört.
Und wenn Sie sich quasi das Gegenteil anschauen würden, Zapfenstäbchendystrophie, würden Sie sehen, dass einfach tatsächlich peripher alles da ist und in der Fovea abstirbt. Das heißt, der Vergleich von Sehzelluntergang Fovea zu extrafoveal ist da ganz essentiell. Und das ist ganz typisch. Bei der AMD ist es nie so abgegrenzt. Dann würden Sie raten, im Zweifel dann eher doch einmal in die Klinik schicken, lieber einmal zu viel als zu wenig. Würde ich absolut behaupten, ja. Bei uns in der Klinik war jetzt auch öfters mal Gespräch, dass wir Gutachten kriegen von Kollegen beziehungsweise im Endeffekt Gerichtsgutachten, wo niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die eine hereditäre Netzhautdystrophie diagnostiziert oder zumindest Verdacht auf diagnostiziert haben, nicht weitergeschickt haben. Und da war im Endeffekt dann immer im Raum gestanden, warum haben Sie mir das nicht gesagt, dass das hereditär ist? Hätte ich das gewusst, hätte ich keine Kinder gehabt. Jetzt habe ich Kinder, die Kinder haben den gleichen Befund und sie müssen zumindest einen Teil davon zahlen, dass meine Kinder erwerbsunfähig sind. Das heißt, man muss auf jeden Fall in den Befund immer reinschreiben, mit Patient gesprochen, über mögliche Heredität, intensive Aufklärung, über Vererblichkeit an Kinder etc. Paneldiagnostik vorgeschlagen, Patient möchte aktuell nicht einwilligen oder ist aktuell nicht interessiert an Paneldiagnostik. Man muss aber auf jeden Fall erwähnen, dass da quasi genetisch beraten, also nicht genetisch beraten wurde, aber es wurde zumindest beraten, dass eine Gendiagnostik sinnvoll sein könnte, weil eben solche Erkrankungen auch bei Kindern sich dann manifestieren können. Ja, also doch eine recht weitreichende Entscheidung, die hier getroffen wird. Herr Dr. Sidlecki, ich denke, wir fahren mit dem nächsten Fall fort. Super. Machen wir doch, jetzt haben wir schon die Kolleginnen und Kollegen so intensiv eingebunden in die Fallauswahl. Jetzt machen wir einfach mal weiter, um Zeit zu sparen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Hier ein Befund eines netten Herrn, 48 geboren, das heißt 72 Jahre alt, hat sich am 8.2. bei uns vorgestellt. Und hier war im Endeffekt die Frage, wie sieht es denn aus mit Netzhaut? Muss man chirurgisch was machen? Wie schaut es aus mit dem vitreoretinalen Interface? Und Sie sehen hier schon mal in der Infrarotaufnahme, das würde man in einer Multicolor-Aufnahme sogar noch schöner sehen, eine epiretinale Membran mit deutlicher Traktion. Sie sehen, dass auch zusätzlich zu dieser epiretinalen Membran auch ein paar Drüschen dazukommen, die sicherlich jetzt uns nicht verrückt machen. Aber das rechte Auge ist auf jeden Fall schon mal zu beobachten. Da ist foveale Traktion da, so dass die Fovea quasi nach oben versetzt wird. Aber der Befund ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Man kann da auf jeden Fall den Patienten erstmal fragen, wie viel Metamorphopsien haben Sie? Und wenn diese Metamorphopsien, naja, nicht so ausgeprägt sind, kann man da auch erstmal zuwarten. Interessant wird es mit dem zweiten Auge. Zweites Auge war Zustand nach Peeling. Hier wurde nämlich ganz intensiv über Metamorphopsien berichtet oder geklagt. Und wir haben diesen Patienten im Endeffekt dann nach Peeling zur Zweitmeinung bekommen. Weiteres Prozedere. Und jetzt haben wir schon viel über CNV-Ausschluss gesprochen. Sprechen wir hier doch mal über CNV-Verdacht. Wir sehen in diesem Auge hier eine kleine Pigmentepithelabhebung, die hier auch so ein bisschen dunkler imponiert in der Infrarotaufnahme. Da zwei kleine Zellchen im Glaskörperraum. Das heißt, in diesem Fall mit so einer Pigmentepithelabhebung hier Bruchmembran, darüber RPE, bin ich dann tatsächlich, und das ist vielleicht meine wissenschaftliche Neugier und nicht meine praktische Klinikertätigkeit, bin ich auch, wenn ich eh nichts machen würde, geneigt, doch nochmal zu schauen, ist da vielleicht eine CNV. Jetzt machen wir es spannend. Wir gehen erstmal ins rechte Auge. Das ist die OCT-Angiografie des rechten Auges. Ich bin im Endeffekt so jemand, der sich immer gern erst das Partnerauge anschaut, um am Partnerauge einmal den Blick zu eichen, inwiefern altersbedingte Veränderungen da sind, wie wir das Auge segmentieren, ob da die Compliance vom Patienten gut ist oder ob da im Endeffekt viele Blinking-Artefacts sind. Das wären im Endeffekt solche durchgezogenen Linien, wie Sie beispielsweise hier das sehen können. Da hat der Patient quasi geblinzelt, da ist im Endeffekt keine ausreichende Datenmenge angekommen. Das heißt, erstmal das Auge, das zum Peelen vorstellig wurde. Die OCTA, das OCTA-Modul von Heidelberg Engineering ist sehr komplex und ich würde jedem raten, dass er sich das ein bisschen Zeit nimmt, sich da reinzudenken. Wenn man da quasi sich zurechtfindet, ist es aber wirklich mit Abstand eins der dankbarsten und aussagekräftigsten und am besten zu bedienenden. Wir gehen vom superficiellen Plexus einmal in den tiefen Plexus. Und anno 2015 hätte ich immer in den avaskulären Komplex geklickt mit der Frage, ist da eine CNV?
Heutzutage weiß ich, ich schaue eigentlich lieber in die Choriokapillaris oder sogar hier in meine Advanced-Einstellungen. Die mit Abstand beste Segmentierung für eine CNV kriegen Sie tatsächlich, wenn Sie an das Double Layer Sign denken und sich einmal vom RPE bis zur Bruchmembran das Ganze durchsegmentieren lassen. Das heißt, dieser Patient hier unauffällig, wir müssen nichts machen, wir haben auch keinen CNV-Verdacht. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir mit diesen einzelnen, wie der Amerikaner sagt, Slabs, also mit diesen einzelnen Schichten, die wir OCT-angiografisch untersuchen, zum OCT- und CNV-Nachweis. Und hier sehen Sie mal am linken Auge, es scheint im Avascular Complex tatsächlich irgendwo Fluss zu sein. Das heißt, der Verdacht ist da. Ich persönlich bin immer der Meinung, eine OCT-Angiografie sollte man sich nochmal manuell nachsegmentieren, einfach um zu schauen, ob da quasi die OCTA ein kleines Artefakt ist oder nicht. Beispielsweise, wenn Sie Bereiche haben, wo die Netzhaut sehr dünn ist, wo im Endeffekt Atrophie des RPE besteht, haben Sie dort ein CNV-Artefakt und das werde ich Ihnen auch gleich im nächsten Fall zeigen. Das heißt, wir gehen hier nochmal in das OCT-Angiografie-Modul, superfizieller Plexus, tiefer Plexus, avaskulärer Komplex. Aha, da ist was. Choriokapillaris, verschwindetes Gefäß. Jetzt gehen wir nochmal hier in diesen Spezialmodus, den ich am liebsten mag, RPE bis Bruchmembran. Und hier sieht man eigentlich die CNV am schönsten abgegrenzt. Jetzt ist natürlich die Frage, korrespondiert dieser Bereich der CNV mit der Pigmentepithelabhebung? Deswegen kann man sich hier diesen grünen und blauen Balken so zurechtschieben, dass man hier die CNV einmal dargestellt hat. Und wenn wir jetzt das Ganze mal ausblenden, ausblenden, dann sehen wir, dass hier im Bereich, wo die CNV ist, auch tatsächlich die Pigmentepithelabhebung zu sehen ist, die wir vorhin CNV-technisch schon in Verdacht hatten. Wichtig, Heidelberg Engineering hat ja die wunderbare Möglichkeit, OCTs in 1 zu 1 Mikrometer oder 1 zu 1 Pixel darzustellen. Das hier ist 1 zu 1 Mikrometer. Das heißt, wenn Sie im Endeffekt hier die Netzhaut sich in real anschauen, das heißt nicht in gestaucht, dann ist alles insgesamt länglicher. Das heißt, die Pigmentepithelabhebung, die hier so klein erscheint, ist tatsächlich die Pigmentepithelabhebung, die dann in der normalen Darstellung, nämlich 1 zu 1 Pixel, deutlich größer ist. Das heißt, wir schauen uns nochmal multimodal an. Die CNV sitzt eigentlich ziemlich zentral, hier so auf der Seite vom Optikus und genau das gleiche in der 1 zu 1 Pixel-Darstellung ist hier der Fall. Wenn Sie auf 1 zu 1 Mikrometer gehen, Sie sehen, das Ganze wird hier deutlich länger und die Pigmentepithelabhebung ist nicht mehr so schön darstellbar. Aber Sie verstehen jetzt quasi, dass das, was wir gerade gesehen haben, auch tatsächlich die Pigmentepithelabhebung ist, die wir gesehen haben in der OCT-Angiografie. Das heißt, meine Empfehlung, die mit Abstand sensitivste und auch genaueste, also spezifischste Darstellung von CNV kriegen Sie zwischen RPE und Bruchmembran. Wenn Sie jetzt hier nochmal beispielsweise in den Avascular Complex gehen, können Sie auch nochmal diese Pfeile hier manuell verschieben und haben, beziehungsweise es geht hier bei Full, können im Endeffekt die Pfeile verschieben und können auch hier nochmal versuchen, sich das so nachzusegmentieren, wie Sie es gerne hätten. Aber dieser Full-Modus, wo man quasi manuell segmentieren kann, hat das Problem, dass er eben nicht den anatomischen Schichten folgt, also nicht der Kurvatur des RPE, sondern einfach nur tatsächlich einen starr durchgelegten Strich hat. Aber selbst hier können Sie die CNV erahnen. Wenn Sie natürlich nochmal hier die Modi anpassen, wird es nochmal deutlich schöner sichtbar. Ich würde Ihnen gern kurz analog nochmal Fall 6 zeigen, denn Fall 6 gehört logisch dazu. Fall 6 ist im Endeffekt das Gleiche, nur hier haben wir es mit einem Artefakt zu tun. Und seit 2015 beschäftigen sich viele Kolleginnen und Kollegen mit dem Riesenproblem der Artefakt-CNV in der OCT-Angiografie. Wir gehen hier mal durch dieses linke Auge durch. Das ist ja eine Patientin 1946 geboren mit intermediärer AMD, wo im Endeffekt uns eigentlich gar nichts negativ auffällt, abgesehen von dieser intermediären AMD. Und wir gehen mal hier in diesen Bereich. In diesem Bereich sehen Sie, zeigt sich eine nascent, also eine wachsende, entstehende GA. Diese nascent GA, diese frisch entstehende geografische Atrophie,
erkennen Sie daran, dass Sie hier choroidale Hypertransmission haben. Das heißt, hier wird es hell und Sie sehen, wie die Netzhaut hier einmal so nach unten abstürzt. Jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir mit diesem Wissen? Mit diesem Wissen machen wir, dass wir in dem Bereich ganz vorsichtig sein müssen, was die Interpretation unserer OCT-Angiografie angeht. Ich versuche es Ihnen gerade nochmal schöner darzustellen. Aber so ist ganz gut sichtbar. Sie sehen im Endeffekt, hier ist ein bisschen kleiner Defekt in RPE und äußerer Netzhaut. Das heißt, wir sind hier inferofoveal auf jeden Fall ein klein bisschen atroph. Und wenn Sie jetzt in die OCT-Angiografie gehen und dort eine CNV vermuten würden, würden Sie da ja keine Atrophie in der Netzhaut vermuten, sondern tatsächlich eine Pigmentepithelabhebung. Das heißt, ich ermutige Sie dazu, wenn Sie sich in der OCTA nicht sicher sind, ist das Gegrissel, das ich sehe, wirklich Fluss? Ist es eine CNV, ja oder nein? Macht es immer Sinn, sich nochmal auch im B-Scan des OCTs den Fluss einzublenden und zu schauen, findet eigentlich der Fluss in der Pigmentepithelabhebung statt, wo die CNV auch hingehört? Oder findet der Fluss vielleicht nur als Artefakt statt, weil da ein RPE-Defekt ist? Jetzt gehen wir mal hier in den Avascular Complex. Chorea capillaris. Und Sie sehen, hier in der Chorea capillaris, da wurde ich von einem Kollegen angerufen, zeigt sich dieses kleine Bäumchen. Und es ist nicht so eindeutig wie im letzten Fall, aber doch, manche Kollegen würden hier sagen, na schau da, CNV-Verdacht, das sollten wir spritzen. Wir gehen nochmal in RPE-BM, da ist nichts. Wir gehen nochmal hier in Avascular Complex, nichts. Aber in der Chorea capillaris, dieses kleine Fitzelchen, dieser ganz zarte Fluss. Und wenn Sie sich hier nochmal anschauen, was in der Netzhaut passiert, Sie sehen hier in der Netzhaut, das ist jetzt ein bisschen klein, aber man sieht es, in der Netzhaut sehen Sie richtig, wie in diesem Bereich dieser Pseudo-CNV intraretinale degenerative Flüssigkeit zu sehen ist und wie in diesem Bereich die Netzhaut einfach einmal nach unten abstürzt aufgrund der äußeren Netzhautatrophie. Hier sehen Sie die Flüssigkeit. Aufgrund der äußeren Netzhautatrophie und der RPE-Atrophie. Das heißt, wenn CNV-Verdacht besteht, macht es immer Sinn, dass man sich mehrere Slabs, also mehrere Schichtungen anschaut, avaskulär, Chorea capillaris und auch dann RPE bis Bruchmembran. Und man sollte auf jeden Fall auch immer multimodal korrelieren, ist das, was wir sehen, wirklich CNV-Fluss oder ist in diesem Bereich im Endeffekt irgendwo die Netzhautatrophie und wir haben quasi ein Unmasking der Chorea capillaris, die mehr durchscheint, weil das RPE nicht mehr als Blockadeeffekt da ist. Fragen zu diesen beiden Fällen? Ich freue mich auf kritische Fragen und Fragen alles, keine. Ich hätte einen kleinen Hinweis. Die Art und Weise, wie wir bei OCT-Angiografie-Befundungen vorgehen, was wir unseren Kunden empfehlen als Einstellung. Wenn Sie noch einmal ganz kurz die OCT-Angiografie aufrufen würden, gerade bei der gezielten Suche nach einer OCT, also nach einer Neovaskularisation, gerade auch okkulten Neovaskularisation. Wenn Sie hier noch einmal den OCT-Angiografie-Reiter aufrufen mögen. Ich gehe mal nochmal zu 5, weil wir da eine CNV hatten. Ja, da hatten Sie empfohlen, das RPE bis Bruchmembran einzustellen. Vielleicht während Sie es einstellen, ich sehe gerade noch nicht, dass was kommt. Wie ist Ihre Einschätzung, dass Sie damit auch alle okkulten Neovaskularisationen entdecken? Ich muss alle okkulten damit entdecken, weil die okkulten liegen ja zwischen RPE und Bruch. Und bei der Typ 2 CNV stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, weil ich die ja immer durchbrechen sehe. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich wahrscheinlich mit der publizierten Sensitivität von 98, 99% die okkulten sehe. Die Frage ist natürlich, wie viel Fluss haben die? Also ich glaube, es ist nicht ein großes Problem, also nicht das größere Problem der Slab-Wahl, also der Segmentierung, sondern ich glaube, das größere Problem ist, dass manche okkulten CNVs einfach wenig Fluss haben. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Patienten, die Sport machen vor der OCT-Messung und dadurch einen höheren Blutdruck haben, deutlich schneller diese CNV in der OCTA zeigen als Patienten, die jetzt mit dem niedrigen Blutdruck ein niedrig durchblutetes Gefäß verstecken vor uns. Also ich bin Freund von RPE bis BM. Herr Befurth, was ist Ihre Wahl? Ja. Was ist Ihr Lieblings? Gut, Sie sagten, Sie gucken auch jedes Mal auf die Segmentierung, dass die Bruchmembran richtig segmentiert ist. Darauf ist man natürlich dann angewiesen, dass das funktioniert. Wer das nicht in aller Ausführlichkeit machen möchte, dem sei noch empfohlen,
dass man einstellt die Bruchmembran als innere Begrenzung und die zweite User-defined, also benutzerdefiniert lässt und dann nur einen bestimmten Dickenbereich angibt. Ja, wenn Sie jetzt unten bei Thickness, also da einmal User-defined ganz oben, die erste Einstellung und dann bei Thickness der untere Zahlenwert, die ne, dort okay. ist BM richtig und jetzt ganz unten schauen Sie mal bei Minus. Was soll ich da eintippen? Ja, vielleicht muss da, oder eine 50 ist auch in Ordnung. Dann haben Sie den großen Vorteil, dass Sie jetzt die roten Linien anfassen können in den OCT-Darstellungen und einmal durchfahren können. So können Sie also durch die äußere Netzhaut in, auch in die Aderhaut hineinfahren und sich dort durchnavigieren und das beste Bild heraussuchen. Natürlich sollte man auch die Projektionsartefaktentfernung noch im Häkchen drin haben, damit die hier nicht störend noch mit dabei ist. So, jetzt haben wir aber die Dicke auf 0. Die Dicke sollten wir nicht auf 0, da haben wir ja nur eine Linie, sondern genau, jetzt ist die Dicke bei, ja, jetzt springt sie ganz schön hoch. Jetzt haben wir einen großen Bereich. Aber immer wenn Sie das so einstellen, dass der zweite, die zweite Einstellung User-defined ist, dann können Sie die Linien anpacken im OCT und durchfahren durch die Netzhaut. Das heißt hier unten rechts. Ja, jetzt können Sie die roten Slabs, also die Linien im OCT, anfassen und durchfahren. Und das kann man natürlich dann auch als Standard abspeichern. Auf der linken Seite im Panel, da wo Slider steht, da kann man das natürlich dann als zusätzliche Einstellung hinterlegen. Und auch Ihre RPE bis Bruchmembran-Einstellungen, die haben Sie sicherlich auch gespeichert in Ihrer Klinik. Genau. Genau, okay. Das heißt, indem Sie da lang drauf drücken auf den Slab, kann man es speichern. Ganz genau. Prima. Auch ein sehr hilfreicher Tipp für mich. Danke. Gut, und damit sind wir auch leider zeitlich schon wieder am Ende angelangt, auch wenn wir Ihnen noch die letzten Fälle alle abkaufen hätten wollen und uns anhören wollen. Die Zeit ist am Ende und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Fälle. Wie beim letzten Mal war es auch dieses Mal wieder ein hervorragendes Potpourri an Fällen in der retinalen Bildgebung. Sie haben den Platz gewechselt, die Bibliothek ist nicht mehr hinter Ihnen. Ich wurde verscheucht. Genau. Also von meiner Seite einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Danke für die rege Teilnahme und für die Einladung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.